ganz wichtige Erkenntnis mit diesem Album gestoßen. Und zwar dachte ich immer, man verarbeitet den Jetzt-Zustand. Aber das ist es nicht. Mir ist während der Aufnahmen und während der kompletten Albumproduktion aufgefallen, dass man die Sehnsucht spielt. Also man spielt dem Zustand, der gerade ist, einen Schritt voraus. Manche der Stücke sind wirklich über Jahre entstanden, lagen ewig auf Eis, haben sich später entwickelt. Es musste erst das gewisse Gefühl aus dem Leben dazu kommen, um es zu Ende zu entwickeln. Manche sind aber auch in einfachen, intensiven Nächten entstanden und es waren ursprünglich wirklich 60 Skizzen, alle aufgenommen auf iPhone oder auf irgendwas und was früher auf dem Rechner rumlag. Und da blieben am Ende 9 Stücke über, von denen keins fehlen darf, weil der Rest sonst auch nicht funktioniert. Das Album Tag ist so ein bisschen mein erster großer Eigenversuch. Also ich habe schon immer viel eigenes Zeug gemacht und auch viel eigene Musik. Aber Tag ist das erste Mal ein selbstgeborenes Baby und deswegen fühlt es sich auch komplett anders an. Wenn ich jetzt diese 9 Stücke betrachte, sind das so die wichtigsten Speicherzustände in meinem Leben. Also das geht jetzt nicht um mein Leben von einem Jahr bis irgendwie, sondern es geht wirklich um das, wovon man träumt und so weiter. Also das, was ewig in einem drin bleibt, woran man heute noch verarbeitet, ob das die erste große Beziehung war oder was auch immer und warum die und wie die und wie alles miteinander verquirlt ist, das war wichtig. Beschäftigt sich am Klavier, man spielt grob, man erfindet irgendeinen Quatsch, man hämmert auf die Tastatur wie ein Trottel. Dann irgendwann wird aus diesem Stück etwas Zahmeres, dann merkt man, wie sich die Akzeptanz oder wie so dieses, okay, ich hab's langsam begriffen, wie sich das so untermischt. Und dann irgendwann ist dieses Stück fertig, aber man hat richtig gemerkt, wie man es aus sich manchmal wie so ein Gift aus sich rausgedrückt hat. Das war gut. Ich habe angefangen, das Album zu produzieren im Alleingang, natürlich indem ich über das Leben meine ganzen kleinen Pattern und Muster gesammelt habe. Schritt 2 war dann, glaube ich, der Partner. Wenn man einen Partner hat, mit dem man das alles reflektiert und dann kann man das erst ordnen, dann fängt man an, aus den 60 Skizzen wirklich auch zu sagen, das sind Skizzen, das kann man nehmen. Dann fängt man an, die Familie mit einzubeziehen, die das auf ihre Art und Weise einschätzt. Man weiß, was man von deren Antworten halten kann. Man weiß, dann kommen auch die Freunde dazu. Freunde und Familie sind ungefähr eine Stufe. Dann ist man jetzt schon bei 20 Menschen, die an dem Album mitgewirkt haben. Dann beginnt die Produktion. Mein Mitbewohner und Freund Patrick Martin hat das komplette Design gemacht, wo man wieder komplett nackt darüber diskutieren muss, was will ich ausdrücken? Wie kriegt man die Metapher Tag auf ein Quadrat? Und dann geht's weiter. Mein Freund Matthias, der kam zu mir, hat einfach mit mir die ganzen Alben gebastelt, einfach mal 3 Tage ohne Nein zu sagen. Man braucht Menschen, die mit einem streiten, ohne dass man betteln muss. Insgesamt sind es, wenn ich zusammenzähle, 60 Menschen, die das Album Tag mitproduziert haben. Ja, ob das die Menschen sind, die mit mir gebastelt haben, die gedruckt haben, die designt haben, die über Nacht mit mir die Website gebaut haben, die mit mir reflektiert haben, die mein Klavierspiel schätzen, die mein Klavierspiel nicht schätzen. Das Einzige, was ich ihnen zurückgeben kann, ist vielleicht die Musik.